Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel unseres geliebten Let's Play Wolfenhain mit mir, eurem Let's Play Retro, der sich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen würde. Wir befinden uns hier in der Hügelsteppe und ich habe mich hier auch nochmal offscreen soweit umgesehen. Ich habe offscreen nochmal ordentlich geschnitzelt, ich habe die beiden zweiköpfigen Riesen auf jeden Fall beseitigt und ich habe auch dafür gesorgt, dass wir hier oben, nördlich müsste das eigentlich sein, weiterkommen. Ich bin dann nochmal hier runter und ich habe dieses Gefährt hier irgendwie gar nicht gesehen. Was ist denn das? Können wir damit vielleicht interagieren? Haben wir jetzt vielleicht wieder einen Part voller Nebenquests vor uns? Tja, wer weiß das schon. Hallo? Tja, scheinbar irgendjemand drin. Definitiv jemand drin. Wer ist da drin? Hört auf mit dem Unfug! Ich habe euch gehört! Hast du nicht? Hab ich wohl! Und eure Wiesent-Attrappe ist einfach dämlich! Ist sie nicht? Ist sie wohl! Ihr sitzt an einem Fass! Das ist ein Wiesent-Leib! Ihr habt einen Besen hinten reingesteckt! Das ist ein Wiesent-Schwanz! Und der Kopf besteht aus einem Holzblock, dem ihr zwei Trinkhörner aufgesetzt habt! Unser Wiesent ist nicht gut? Ach was, der Großdank hat doch keine Ahnung! Unsere Wiesent-Tarnung ist großartig und verschlagen! Hurra! Warum habt ihr diese ungemein verschlagene Attrappe überhaupt gebaut? Wir wollen die Steppe erobern. Psst, Dummkopf, verrate doch nicht unseren Plan. Wir wollen nicht die Steppe erobern. So ist es gut. Immer die Tarnung aufrechterhalten. Wie geht's voran, Eroberer? Kannst du uns bitte von der gruseligen Steinwand wegschieben? So weit weg wie möglich, ja? Das schaffen wir auch alleine. Wir sind starke Wichtel. Klar würden wir das schaffen, aber wir trauen uns doch nicht mehr raus. Psst, lass bloß nicht die Tarnung fallen. Am Ende halten wir uns doch für leichte Beute. Aber wenn doch der Wind so unheimlich durch die Finger der Eulen Gruseland pfeift. Tja, die müssen wir dann scheinbar verschieben. Wir können sie nur in eine Richtung schieben, wie es aussieht, oder? Gut, sie wollen natürlich weg von der Gruselhand, also definitiv in die andere Richtung. Was sich scheinbar nicht besonders lange machen lässt. Magische Waffen sind toll, außer natürlich, wir können diesen Standard wegkloppen. Gut, dann möglichst weit weg von der Hand. Ich habe schon verstanden. Also nach hier irgendwo, dann... Weiter geht's nicht mehr. Vielen Dank, dass ihr uns aus der Nähe der Eulen Gruseland weggeschoben habt. Erfolgreich verschoben. Der unter Beweis gestellte Rackerfleiß am Wiesent-Imitat wird mit den dafür geradezu schon traditionellen 500 IP belohnt. Mal ehrlich, ihr wollt die Steppe erobern, obwohl ihr sogar Bammel vor einer kaputten Statue habt? Ihr! Wir haben keine Wahl, wir müssen stark sein. Es geht doch alles kaputt. Erst die Heimat, dann die Nachbarschaft, am Ende alles... Wer schwach bleibt, bleibt auf der Strecke. Wir wollen nicht schlimm enden. Wer sagt, dass es schlecht ausgehen wird? Ihr Großlinge mögt euch jetzt noch stark fühlen, aber wartet nur ab. Wir wappnen uns, wir werden richtig, richtig stark. Wenn wir doch nur etwas mehr Mut hätten, Anführer. Psst, nicht vor fremden Lauschern. Dass ihr nicht gerade aus dem Fluss der Tapferkeit gefischt wurdet, haben wir schon Schwitz gekriegt. Gemein, uns sowas einfach ins Gesicht zu sagen. Wenn's doch stimmt! Naja, vielleicht ein bisschen... Kennst du denn nichts, was sogar einem Wichtel Mut einflößen könnte? Schnaps! Davon muss Alwung immer pupsen und das wäre drin wirklich ganz schlimm. Wir sehen uns mal für euch nach einem Wichtelmutmacher um. Ach ja? Ach ja! Allerdings, wo wir den herbekommen, da habe ich absolut keine Ahnung. Das werde ich dann wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt noch herausfinden. Oder vielleicht bekommen wir die noch als Belohnung für einen anderen Quest. Wie auch immer, ich habe anderes vor. Ich habe Großartiges vor. Ich habe nämlich noch vor, eine Höhle zu erkunden, in der wir bisher noch nicht drin waren. Und es gibt ja noch diesen Berg mit dem ganzen Gift, den werden wir uns dann demnächst auch noch angucken. Der liegt aber ein bisschen näher auf dem Weg zum Hauptquest. Also bei den Widderbarbaren, wo wir dann scheinbar viel kämpfen müssen. Ich habe meine Waffen jetzt auch gewechselt, vielleicht hilft uns das vielleicht auch nicht. Erwählter, jemand hat Halterungen an einer unbescholtenen Wand angebracht. Und wo ist der Punkt, auf den du hinaus willst, Jungchen? Lass Vorsicht walten. Wer weiß, wozu derjenige noch fähig ist. Dein nächstes Gespräch führst du wieder mit dem Küken, ja? Oh Mann, Brun, ey. Ach, herrlich. Das war gerade einfach nur so richtig dämlich, ey. Das stammt nicht von Barbaren. Unzweifelhaft ein Werk aus der Zeit des Strahlenden Reichs. Ein Ort voller Schätze? Eine Mahnung der Vergänglichkeit. Ich frage mich, warum die Einrichtung nur von der Feuchtigkeit jedoch nicht von Barbaren angegriffen scheint. Vielleicht ist das hier drin, was sogar die Grobianer achten? Oder was sie fürchten? Wahrscheinlich Rätsel, denn Barbaren haben definitiv Mathe-Rätsel. Nein, bitte nicht. Nun liest es schon vor.
Aber gern, der alphabetischen Erfahrungen halt eines Abenteurers nur zu gern lauschender Piepmatz. Du treibst es doch so weit, dass ich gerade lesen lernen werde. Später mal, irgendwann. Stahl, Sinnbild des Lichts, unverhüllt und hell. Verborgen bleibt dir nichts, allspendender Quell. Ganz ehrlich, dafür lasse ich's dann doch lieber bleiben. Bäh! Lohnt es sich vielleicht hier unten auf ein Augenmerk einzusetzen? Nein. Können wir hier oben vielleicht noch irgendwas machen? Wenn wir was Reflektierendes dabei hätten, könnten wir es da unten tatsächlich erstrahlen lassen. Moment mal! Giso fängt Ortruds Spiegel an die Wand. Ach, dafür hatten wir den die ganze Zeit über im Gepäck. Wunderschön. Okay. Wir gehen hier einfach erstmal ein bisschen weiter und gucken, was wir noch so Tolles finden. Augenmerk ist nach wie vor an. Seltsam. Kein Gott, kein Herrscher, kein Name wird hier geehrt, sondern... Sondern? Eine Melodie. Rakasoks Fluch. Er macht aus Herrschern Künstler und das Reich verglommen. So sagt man. Weniger bekannt ist aber, ist die Melodie heute noch was wert? Ich finde das so cool. Ja, er macht aus Herrschern Künstler. Und das Reich ging unter. Vielleicht in einer Taverne, sofern du die Noten noch entschlüsseln kannst. Kein Wunder, dass nach all der Zeit nicht mehr allzu viel zu erkennen ist. Nein, Erwähter. Nicht Verwitterung beeinträchtigt den Blick auf die melodiöse Struktur. Den Noten selbst ist die Disziplin abhanden gekommen. Züchtige sie. Was? Züchtige sie. Lass mich raten. So wie ich die Seile verknoten musste, muss ich jetzt auch die Noten züchtigen. Noten züchtigen. Manchmal hat ein Paladin einfach recht. Züchtige die tonale Lauser mit Enter und lasse wieder Struktur wie Zusammenhalt einkehren. Ach, herrlich. Dann dürfen wir jetzt die Reka-Noten züchtigen. Bleib doch mal stehen hier. Zurück an deine Position oder der hier unten. Ach, das ist eigentlich egal, Moment. Ich schaff's doch sowieso nicht, irgendeinen zu erwischen. Aber ich mag die Musik, die gerade wieder spielt. Das ist die gute alte Tavernenmusik. Du, 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 du. Die sollte man öfter im Spiel hören. Reka-Noten. Bleibt stehen und, ja, wen spielen wir jetzt eigentlich gerade? Natürlich Gisulf. Der einfach nur auf die Worte des weisen Brun hört. Der manchmal weise ist und oft voller Rekas. Gott. Ja. Bleib doch mal stehen hier. Ja, so langsam wird's eng für euch, ne? Versuch's mich zu verarschen hier, du doofe Note. Ich hätte dich gerade packen können, aber ich hab's leider verkackt. So, nur noch einer. Geschafft. Wahre Musik erhebt sich eben nur dort, wo der Zuchtstock waltet. Eine Lebenslehre, die nicht minder wert ist als 500 Erfahrungspunkte. Ach ja, im Übrigen, Gisov ist auf Stufe 30 aufgestiegen, damit ihr diese Information auch noch erfahren habt. Schön und gut. Jetzt kennen wir also die alte Melodie. Aber das dröge Ding entlockt keinem Trinker eine Münze. Ah. Nachdem den Noten wieder Zucht vom Fähnchen bis zum Kopf eingetrimmt wurde, konnten sich die Helden mit der alten Melodie vertraut machen. Nein, davon nicht. Aber wir finden bestimmt bald draußen was, von dem du einen Haps abbeißen kannst. Scheinbar gibt's hier aber ansonsten nicht besonders viel. Ruinen ohne Schätze. So etwas erträgt das Abenteurerherz definitiv nicht. Aber hier hinten links geht es natürlich auch noch weiter. Zu einer alten Orgel. Jetzt, merkwürdiges Instrument. Herr Zitterer! Dieser Abenteurer hat eine Melodie in der Hinterhand. So, dieser Abenteurer hat... Du fühlst dich der Bedienung dieses komischen Dings gewachsen? Das fragst du einen passionierten Harfenspieler? Und Flötenspieler. Wasserorgel. Eben. Indes ist die Wasserorgel nicht umsonst als das Biest unter den Instrumenten bekannt. Gib ihr dein Bestes, sonst nimmt sie dir alles. Na wunderbar. Okay. Zum Glück habt ihr einen Instrumentenkenner dabei, der genauer sagen kann, welche Töne die Melodie verlangt. Erst tief, dann hoch, dann irgendwie mittel, schließlich wieder tief. Tief, nochmal. Also tief und am Ende wieder tief. Und dazwischen irgendwie mittel und hoch. Keine Ahnung, Gisulf. So geht das. Dein Spiel klang eher wie ein Horn als ein Tasteninstrument. Es wird angehört, was auf den Tisch kommt, Mäkelbold. Wer soll als zweites in die Tasten hauen? Ja, Mitterwaldrad oder Brun, ne? Ich hab Musik im Handbein. Wer hat als drittes in die Tasten? Dann Brun. Und als viertes wieder Gisulf. Könnte das hinkommen? Geziemend. Wer haut zu guter Letzt noch mal rein? Gisulf, denn der war ja zuerst dran. Ha!
Das ist doch ein Instrument, das weiß, wie es sich in Gegenwart eines Abenteurers zu verhalten hat. Wir haben die Melodie. Hör doch! Ha, ich hab's irgendwie geschafft. Wunderbar, direkt beim ersten Mal. Was wir damit jetzt auch immer erreicht haben. Ich hätte zu gern gewusst, was die anderen Tasten gemacht hätten. Hier fassen wir nichts mehr an! Okay, na gut. Warum verschwindet das Wasser im Boden? Was redest du? Anständiges Wasser verschwindet nicht ab! Es wird regelrecht weggesaugt. Oh, dieses Geräusch, ich hasse es. Was zum Teufel? Okay. Sie lässt blühen, was strahlend er bescheint. Kraft und Leben, solange sie vereint. Ach, müssen wir so vielleicht die Frösche drehen? Ich hoffe mal, ich kann mir das merken. Ich schreibe mir das am besten mal schnell auf. So, dann wollen wir doch mal zu den Fröschen da draußen gehen und gucken, ob wir das Rätsel irgendwie lösen können. Also der hier muss nach oben zeigen und der hier zeigt ja schon fast dahin, wo er hin soll. Oder auch nicht. So, der kommt dahin. Der kommt so hin. Und da tut sich auch etwas. Ah, so kommt man also zu dieser Truhe. Interessant. Und wir haben ja natürlich noch ein Saftblatt für Waldrada. Warum nicht? Was meinst du, was drin ist? Was waren die letzten drei blauen Truhen, die wir öffnen konnten? Du meinst, ein Runenstein liegt darin? Endlich ein Stein für mein Schwert? Schnell, setzen wir alles in Bewegung, um uns Zugang zu verschaffen. Ach, sonst liegst du mir immer in den Ohren. Aber jetzt kann die Mission plötzlich warten. Wie? Als ob du auch nur einen Gedanken an unseren Auftrag verschwenden würdest. Fehlte dir noch ein Runenstein. Leg nicht ab! Hier geht's nicht um mich, sondern um deinen Dickkopf! Muss ich etwa einen Paladin über die Bedeutung des Konzepts einer hehren Mission belehren? Was? Du... Sag mal, ziehst du diese Nummer etwa nur ab, weil du nicht zugeben magst, die Truhe nicht aufzukriegen? So eine gehässige Unterstellung eines undankbaren Dreikäsehochs. Zur Strafe bleibt die Kiste zu! Ich wusste es. Meine Güte, versuch doch wenigstens den Deckel zu öffnen. Sie ist offen! Sag ich's doch. Probiert doch wenigstens mal den Deckel, bevor ihr euch zankt. Hier hat wohl jemand nicht erwartet, dass er das Rätsel löst, wie man die Insel betritt. Nun guck schon nach. Ist da ein Runenstein darin? Und was für ein Prachtfunkler! Drum nicht gezögert und zu einem Schmied geeilt, auf das er mir ein Schwert voll der Magie wirke. Den ganzen Weg zurück? Wohlan! Trotz all der Wandermühen wieder umkehren? Natürlich! Darf ich noch mal einmal an die Mission erinnern? Für deine Waffe wären wir den ganzen Weg bis zu einem Schmied gelaufen. Bockst du schon wieder? Nun guck dich so sauer. Wir schmieden dir deine Ruhe. So. Nun guck dich so sauer. Wir schmieden dir deine Rune hier ans Schwert. Gleich hier und jetzt. Wie jetzt? Ohne Schmied? Da will man unverzüglich die Wünsche des feinen Herrn bedienen und dann ist es auch wieder nicht recht. Er hat wie jetzt gesagt. Genauso wie Dragon Ball. Sie. Ich persönlich schmiede die Waffe und Rune mal eben fix zusammen. Kannst du das denn? Wer von uns hat denn zwei magische Waffen? Wenn sich einer auskennt, bin ja wohl ich das. Ich weiß nicht, ich würde lieber einen richtigen Schmied. Die Truhe ist der Amboss, meine Keule macht den Rest. Sag Lebol zum alten Eisenschwert. Es hat nun ein Stelldichein mit einer echten Rune. Bist du auch schon so gespannt, was dabei nur herauskommen soll? Dann bringen wir die Teile zusammen. Also, wenn ich so darüber nachdenke, könnte ich vielleicht doch noch etwas warten, oh Erwählter. Ach was, schmieden wir! Runen schmieden, na gut. Aber das machen Gisov und die Endertaste betont das sich aus. Eins! Zwei! Muss ich einfach nur dreimal draufschlagen? Drei! Das scheint zu funktionieren. Es hat gewirkt.
Hast du je daran gezweifelt? Du kennst meine Haltung zur unbedingten Wahrhaftigkeit. Nimm dein Schwert! Wie es wohl auf mich reagiert? Welches Wesen es annehmen mag, wenn ich es ergreife? Finde es raus! Brun gürtet sich mit dem Schwert. Schwanensang. Schwanensang? Na bitte! Damit dürften sämtliche Beschwerden ein Ende haben, was diese magische Waffe anbelangt. Yay, Brun hat ein neues Schwert bekommen. Sehr schön. Schwanensang. Und das ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen stärker als der Sammler. Eine magische Klingenwaffe, die plus 60 Angriff gibt. Was ist das hier? Ist es klug, von diesem Wasser trinken zu wollen? Ich spüre keine Befleckung. Wir nehmen einen Schluck davon. Warum nicht? Vielleicht bekommen wir dadurch ja irgendwie irgendwas dazu. Wusste ich's doch. Mein Gespür für das Wasser wächst immer weiter. Wie? Du warst dir also gar nicht wirklich sicher? Grüble nicht, hat doch geklappt. Leichtsinniges Ding. So wie es aussieht, wurden wir komplett geheilt, denn ich hatte definitiv noch ein paar Wunden aus dem letzten Kampf. Hervorragend, dann haben wir das auch geschafft. Das läuft doch alles genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann auf zum letzten, was ich mir für den heutigen Part vorgenommen habe. Aber das Schaffen sei dann natürlich dahingestellt. Aber wir haben eine gute Gelegenheit, Bruns neue Waffe zu testen. Hier in diesem Kampf gegen Widderbarbaren. Und Schwanensang kann tatsächlich reden. Oh, wie wohl tut Schlachtenlärm, lasst mich fahren in Gedärm. Wer war das? Ah, spürst du, wie ich vor Verlangen zittere, Meister? Stoß zu, lass mich vor euch trinken. Beim Güldenen, bist du besessen, Schwert? Andernfalls von der Lust auf Schreie, oh Meister. Gisulf, was hast du mit meinem Schwert gemacht? Das ist geil. Wälz nicht immer deine Probleme auf andere, Jungchen, und jetzt kämpf! Oh ja! Das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Ob Brun dadurch irgendwelche neuen Techniken beherrscht, ich kann es nur hoffen. Was macht Lohenleid denn gegen diesen Gegner? Tatsächlich einiges. Aber herbei, Eule, denn wir werden dich auf jeden Fall brauchen. Fackelwirbel 2, Wundbrand 2, Schwanensang. Sinkt feurige Schildmaid auf einen Gegner herab. Okay. Dem Gegner eine Wunde zufügen klingt auf jeden Fall immer erstmal nach einem Plan. Und da kommt natürlich auch schon der Schamane des Stammes. Ja, aber ich finde, die Schamanen des Stammes sehen auf jeden Fall ziemlich cool aus. Irgendwie passt zwar der Schädel nicht so recht dazu. Also sieht so aus, als wäre der Rest von Realtreu gezeichnet worden. Der Schädel hingegen jedoch, der ist von irgendetwas anderem gerippt. Und das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber na gut, wir probieren mal Wassertropfen gegen die aus. Das macht tatsächlich Schaden. Dann analysieren wir natürlich erstmal den kleinen Krieger. Barbar des Widerstammes, 850 von 850 Trefferpunkten und 40 von 50 MP. Stärke, Wucht und Luft, Schwäche, Klinge und Feuer. Na, das ist ja auch das, was wir sowieso einsetzen. Also von daher passt es ja. Wir probieren mal den Schwanensang. Nein, wir machen erstmal Wundbrand hier auf den... Weil ich glaube, der wird uns sonst ziemlich nerven. Ach ja, der reflektiert natürlich unsere ganze Magie. Das war doof, das war richtig doof. Ja. War nicht so clever, okay. Den muss man dann tatsächlich per Hand angreifen, aber das werden wir dann auch beim nächsten Mal machen. Und eine Analyse hält er wahrscheinlich auch nicht stand. Schamanen des Widerstammes. 1000 Trefferpunkte, 150 MP, Stärke, Wucht und Luft, Schwäche, Klinge und Feuer. Aber davon, dass er Magie reflektiert, steht da nichts geschrieben? Interessant. Ja gut, der ist jetzt auch schon wieder fast kaputt. Heilen wir mal lieber, warum nicht? Wir sind zwar nicht so extrem low, aber man weiß ja nicht. What? Der hat sich gerade im Geheilt der Schuft und uns Schaden gemacht. Hat sich sogar recht ordentlich geheilt. Nein, Bronk, nicht auf den. Nicht immer auf den, der da oben steht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Können wir den vielleicht mit Wasserplatsch angreifen? Reflexion zurück in den Titelbildschirm. Was zum Teufel war das? Jetzt muss ich kurz gucken. Ich hoffe, ich habe nach Schwanengesang gespeichert. Das war dennoch etwas seltsam. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, dann herzlich willkommen zu einem XXL-Part oder sowas. Ich habe gerade einfach mega Bock auf Wolfenhain. Also zocken wir das jetzt auf jeden Fall auch weiter, auch wenn wir jetzt gerade eben zu ungefähr, naja, 2 Minuten zurückgeworfen wurden. Aber ich will die Typen hier weghaben. Die stressen einfach rum. Verdammt. Abgesehen davon weiß ich ja jetzt, was hier die große Schwachstelle ist. Und bestehen werden wir die Gegner auf jeden Fall nicht mehr.
Ich denke, mit unserer aktuellen Konfiguration machen wir uns in den Kämpfen hier auf jeden Fall ganz gut. Wow, Bronk hat gerade 299 Schaden gegen den Gegner gemacht. Das sollte er auf jeden Fall öfter tun. Und wahrscheinlich werden wir es auch hier nicht wieder schaffen, den Kampf... Das hätte gerade eben ganz schön ins Auge gehen können. Halt, Moment, ich wollte die Gegner analysieren. Aber ich finde es krass, man sieht dadurch sozusagen schon, dass der Schamane sozusagen im Hintergrund schon da ist. Wir machen mal Schwanensang auf den. Vielleicht kommt das durch. Ach, der Schamane kommt natürlich zuvor und ich hoffe, er reflektiert jetzt nichts. Horido! Ach, da. Das ist natürlich cool gemacht. Jetzt ist wirklich nur die Frage, wie machen wir den fertig? Also, wir dürfen auf jeden Fall keine Wassertropfen gegen ihn einsetzen, weil die bringen uns wieder zurück ins Hauptmenü. Also heißt das, wir greifen ihn einfach so an. Falls Bronk jetzt irgendwie Schaden gemacht hat, ich habe nicht gesehen, wie viel. Wow, Gisov hat 32 Schaden gemacht. Das kann so auf jeden Fall ganz schön lang dauern. Wie soll ich den jetzt fertig machen? Mit Lohnleid vielleicht? Das geht auch auf uns zurück. Hä? Die Typen sind ja dann also nahezu unbesiegbar. Und wie viel Schaden Bronk macht, sehe ich nicht. Ja gut, dann geben wir ihm jetzt einfach alles, was wir haben. Und auch wenn es lächerlich ist, aber wir machen ihm jetzt 100 Schadenspunkte pro Runde oder sowas. Wird sich jetzt ein bisschen rauszögern. Okay, mehr als 100, aber weil Drada und die Eule machen beide nicht wirklich relevant Schaden. Und wie viel Bronk macht, das ist wahrscheinlich außerhalb des Screens. Das ist ja super anstrengend, oh Gott. Bitte, lieber Herr, trolle uns doch nicht so sehr. Ach, was soll das schon wieder? Ja, wenn ich irgendwann mit dem Projekt fertig bin, wird es auf jeden Fall doch ein bisschen mehr Kritik geben, als ich angenommen hatte. 266, okay. Also insgesamt bin ich zwar von dem Spiel sehr, sehr positiv überrascht. Also, was heißt positiv überrascht? Es ist auf jeden Fall ein hervorragendes Spiel. Ich mag's. Ich mag die Charaktere, ich mag das Setting, ich mag die Welt, ich mag den Spielablauf und so weiter. Aber trotzdem muss ich einfach so sagen, was das Gameplay angeht, ich weiß nicht. Also ich hatte mir da einfach... Es ist halt einfach die Eilreise nochmal sozusagen und das ist halt ein bisschen schade, weil einige Schwächen sozusagen aus der Eilreise wurden dadurch nicht ausgemerzt. Ja, also einige Minispiele sind halt einfach nicht so cool, wie man es gern hätte. Ich hoffe, das Widderhorn kann irgendwie dafür sorgen, dass die Gegner tolle Sachen nicht mehr machen können. Augenmerk bringt natürlich sofort etwas. Und zwar 3 wirklich alte Münzen. Ich glaube, von denen haben wir 99 mehr mit da, deswegen ist es schwachsinnig, die zu finden, aber egal. Kann es sein? Was kann sein? Die Lage. Der in Gift gehüllte Berg. Und davor ein Wirbelknochen ungemeiner Größe. Ja, und? Das muss ein Teil des Wurms sein, den Arthur selbst am legendären Berg erschlug. Er wählte, Schritt um Schritt wandeln wir auf dem Tatenpfad des Größten. Bitte lobe andere in meiner Gegenwart nicht übermäßig tolle. Ja? Stell dir nur die Größe des gesamten Wurms vor, wenn das ja einer seiner Wirbel war. Du sagst es. Cool. Ja. Zumindest für eine kleine Anekdote ist der gute Brun immer gut. Spürt ihr das brennende Fließen nicht? Selbst das Gras ringsum trägt es. Der gesamte Boden ist in Gift getränkt. Ich spüre hier aktuell noch nicht so wirklich etwas, aber ich sehe dort schwarze Dinger rumliegen und ich sehe hier natürlich auch überall Gift. Dieses Gift wird wahrscheinlich genauso wirken, wie es das für gewöhnlich in Maker-Spielen tut. Dass du den Berg nicht merkst, merke ich. Aber warum? Eingehüllt in wabernde Flanken noch, voller Gift des besiegten Wurms, thront der nämliche Berg. Der nämliche Berg? Meine Güte, wer redet denn so? So schreibt es in seiner Abhandlung die 10 wunderbarsten Taten mit Bildern, niemand Geringeres als... Ja, ja, schon gut. Schreibt er auch, was Lohnendes auf dem Gipfel ist? Was ist denn das für eine Frage? Eine ertragreiche, wenn man sie nicht ständig zu stellen vergisst, Jungchen. Also! Über das, was heute noch auf dem Gipfel sein mag, schweigen sich die Kapitel aus. Warum liest du eigentlich nie was Praktisches? Man muss auch schon ein richtig fettes Rindvieh sein, wenn man ausgerechnet hier grasen will. Ah ja, dann müssen wir uns jetzt hier wahrscheinlich versuchen, am Gift vorbeizuschleichen. Was bei solchen Feldern natürlich nicht immer möglich sein wird, die toten Hände umklammerten ein Gegengift mit störrischem Deckel. Fragen werden wir nicht mehr können, was er denn ausgerechnet hier wollte. In diesen Tagen würde ich nicht einmal darauf bauen, Herr Wälter. Ja, das führt hier jetzt gerade zu so einem bisschen Delay, aber hey, es ist Gameplay und das kann ja eigentlich nicht schaden.
Also von daher. Was ist das für ein Bruchstück? Herantörer-Regel Nummer 3. Man weiß nie, wenn man mal wieder etwas gebrauchen kann. War das nicht früher einmal Nummer 17? Wie willst du etwas lernen, wenn du ständig deine Lehrer hinterfragst, Küken? Gisulf nimmt ein Bruchstück. Oh nein, müssen wir jetzt etwa irgendeine Steintafel zusammenbauen, die enthüllt, wie die Vergangenheit wirklich abgelaufen ist? Ich hoffe nicht. Denn das wäre wahrlich wirklich Trollerei. Stell dir nur die Größe des gesamten Wurms vor, wenn das ja eine Sonderwirbel war. Du sagst es. Gisulf nimmt ein Bruchstück. Was auch immer hier zu brauchen ist, wir werden es wieder zusammensetzen. Und was ist das da hinten? Ist das auch ein Bruchstück? Achso, ich kann einfach hier vorbeilaufen, okay. Ein Schleifstein verringert den Abnutzungsgrad eurer Ausrüstung um 6%. Abnutzungsgrad? Ich würde gerade sagen, seit wann gibt es denn sowas im Spiel? Gar nicht beachten, einfach weitergehen. Das ist offensichtlich ein Werkzeug für Amateur-Abenteurer. Oder Abenteurer-Amateure, so. Abenteurer-Amateure, aber Amateur-Abenteurer, das läuft aus selbe hinaus. Glaube ich. Naja, ganz knapp vorbeigekommen. Da oben ist auf jeden Fall noch ein Bruchstück. Und da ist auch noch eins. Und es geht voran. Es geht definitiv voran. Das ist nur die Frage, aber wahrscheinlich am Kopf des Berges. Am Gipfel des Berges. Jetzt muss ich gerade überlegen. Fuß, Kopf. Stell dir nur die Größe des gesamten Wurms vor. Oh ja, yeah. So riesig ist der. Ich finde das cool. Ich muss einfach mal wieder damit interagieren. Was? Wieso kommt keiner von euch Grünschnäbeln darauf, was für eine blöde Idee ein Feuer mitten im Giftgewölk ist? Aber erwähne, du hast doch selbst Hand an den Fackelhalter gelegt. Jetzt flüchte dich nicht in Details. Das ist hervorragend. Ich hoffe nicht, dass hier oben jetzt irgendwie ein Kampf auf uns wartet. Ah, hier kann man hochklettern. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, aber ich bin irgendwie... Wir können die Bruchstücke einsetzen und haben einen Rätselkopf gebaut. Ja. Ich richte, ob die Antwort sinnig. Der Gipfel welchen Berges bin ich? Und das soll ich woher wissen? Wie wär's mit einem kleinen Hinweis, aber nur einem ganz kleinen? Das ist wohl nur ein Buchstaben. Toll. Noch ein Tipp, bevor ich mich schlagen lasse. Dort, wo der Taten Arthurs am ehesten gedacht wird, bewahrt man auch die Antwort auf diese Frage. Ein letzter Wink, mein Stolz sieht das aus. Guck dir die hohe Taten des Arthurs in der Krypta der Ordensburg an. Na super. Nur der Kundige wird belohnt. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, da habe ich jetzt natürlich keine Ahnung, was es sein könnte. Nicht ganz XXXXXXXXXXL. Aber wir haben trotzdem eine ganze Menge geschafft. Also ich habe zumindest alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Und das finde ich auch gut so. Wir kommen mit der Hügelsteppe echt wirklich super gut voran. Und sobald wir mit dem Widder-Barbaren-Dorf durch sind, haben wir es hier tatsächlich auch schon wieder geschafft. Also wohl doch keine 10 Parts, wie ich hier noch vor 3 oder 4 Parts gesagt habe. Aber na gut, ich werde einfach nachgucken, was wir hier bei diesem Rätselkopf genau machen müssen. Ich werde nochmal nachgucken, was wir für diese Wichtel genau machen müssen. Und ansonsten sehen wir uns dann wahrscheinlich im nächsten Part wieder, wenn wir dann entweder hier beim Steinkopf sind oder wenn wir dann beim Widder-Barbaren-Stamm sind. Bis dahin würde ich mich auf jeden Fall wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal hier bei unserem geliebten Let's Play Wolfenhain.